Schüsse auf die AfD-Landesgeschäftsstelle in Frankfurt. Unbekannte Täter haben mit Stahlgeschossen das Büro angegriffen. Die Polizei fand 3 Schusslöcher. Die Kugeln beschädigten die Scheiben in unmittelbarer Nähe der Mitarbeiterplätze. Zum Zeitpunkt des Anschlags war das Büro glücklicherweise unbesetzt. Wir fragten bei einer Mitarbeiterin nach. Es wurde hier wirklich in Kauf genommen, dass Menschen verletzt werden, dass wir verletzt werden auch. Ich hätte hier sitzen können, es hätte mich treffen können. Man sieht sehr gut, wie das auf Augenhöhe ist, dieses Einschussloch. Und man fühlt sich wirklich sehr unwohl. Sofort nach dem Anschlag besuchte der Landessprecher Robert Lambrou die Mitarbeiter. Er erkundigte sich, wie ein Alltag nach so einem Anschlag möglich sei. Doch für Lambrou ist das nur ein Beispiel von vielen. Nach der Statistik Anschläge auf Politiker richten sich mehr als die Hälfte aller Anschläge gegen die AfD. Aus meiner Sicht ist das eine neue Dimension. Wir haben Angriffe erlebt in den letzten Jahren auf AfD-Politiker, aber die Anschläge kommen näher. Es werden mehr Angriffe und die Qualität der Angriffe steigt. Die anderen Parteien sind auch betroffen. Es ist alles strengstens zu verurteilen. Aber es bleibt nun mal der Fakt, der unangenehme Fakt, jeder zweite Angriff richtet sich gegen die AfD. Jeder Angriff auf einen Politiker ist ein Angriff auf Freiheit und Demokratie.